So, ich kriege das Signal aus der Regie, wir sind live. Nach längerer Sommerpause beim nächsten Management 2.0 Lerntag. Wir mussten ja leider im September den ausfallen lassen, da hat man uns ein bisschen verschätzt, was die Rückkehr aus dem Urlaub wohl angeht. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass bei allen Beteiligten, inklusive unserem Hauptexperten heute, Frank Fohle, die Terminverschiebung um eine Woche geklappt hat und wir uns jetzt heute zum Lerntag Wissenstransfer mit Multimedia hier getroffen haben. Ich begrüße auch alle, die uns im Stream zuschauen, beziehungsweise die, die uns hinterher am Wochenende oder wo auch immer in der U-Bahn nächste Woche anschauen. Wir zeichnen ja auf, wir streamen live über Google Hangout. Die Videos stehen hinterher direkt auf YouTube auch bereit, unter Creative Commons Lizenz. Das heißt, wer die Videos selber für irgendwas gebrauchen kann, ist natürlich herzlich eingeladen, die hinterher auch zu verwenden. Ich möchte einen kleinen Überblick geben, warum wir uns überlegt haben, mal dieses Thema Multimedia dran zu nehmen. Beim Lerntag, da weiß vielleicht der eine oder andere gar nicht so genau, was hat das mit Wissensmanagement zu tun. Das hat aus unserer Sicht drei Gründe. Der eine Grund ist, wenn wir versuchen, unser Wissen zu dokumentieren, wenn wir Texte schreiben, E-Mails schreiben, Word-Dokumente schreiben, PowerPoint-Präsentationen machen, dann haben wir ja immer das Problem, dass da sehr viel Wissen verloren geht. Seien das jetzt die Emotionen, wenn jemand aus einem Projekt berichtet, was da schiefgegangen ist, wenn da nicht jemand ein sehr begnadeter Schriftsteller ist oder Romanschreiber ist, schafft er das in der Regel nicht, so dieses ganze Emotionale oder was ist wichtig, tatsächlich in einem Text gut rüberzubringen. Und wenn man das schaffen will, muss man sehr viel Aufwand treiben. Das ist so der zweite Aspekt. Sowohl für denjenigen, der dokumentiert in Text, ist das sehr schwierig, als auch für den, der es liest. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. So jemand gibt einem einen Projektabschlussbericht in die Hand, 100 Seiten. Den legt man vielleicht erstmal in die Ablage, weil man erstmal keine Zeit hat, sich den zu Gemüte zu führen. Und wenn man vielleicht ein 10-Minuten-Video hat, wo die Projektmitarbeiter aus dem Projekt berichten, was da schiefgegangen ist, vielleicht wird da viel schon übertragen und vielleicht motiviert mich das dann, den großen Bericht auch anzuschauen, so ähnlich wie viele Bücher mittlerweile auf YouTube durch Video angeteasert werden, wo so die wichtigsten Punkte durch die Menschen hervorgehoben werden. Also ich denke, da hinten kommt der Thomas, lass ihn vielleicht gerade rein, die Tür, den Keil. Also das ist der zweite Aspekt, die Einfachheit, sowohl auf der Seite des Produzierens, wenn wir sprechen und nehmen das auf, das ist einfacher, als wenn wir zusätzlich schreiben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, oder auch Frank, du würdest deinen ganzen Vortrag hinterher heute verschriftlichen müssen, das wäre eine ziemlich mühselige Geschichte. Was drittes, was denke ich dazu kommt, ist die Tatsache, dass einfach Infrastrukturen mittlerweile vorhanden sind. Also wir haben alle mit unseren Smartphones eigentlich komplette Produktionsstudios in der Tasche, sei das Video, sei das Audio. Wir können hinterher mal in dem Probierteil mal ausprobieren. Das ist so unser kleinstes Podcast-Studio, was man sich vorstellen kann, wo man mit zwei Leuten einfach live podcasten kann oder Podcasts aufzeichnen kann. Das war vielleicht vor 10 Jahren noch so, dass man da ein großes Studio gebraucht hätte oder Equipment mit vielen 1.000 Euro. Und das ist, glaube ich, mittlerweile einfach im Consumer-Bereich da. Die Gerätschaften. Das andere ist, dass in den Unternehmen so langsam auch sagen wir mal, das Thema Speicherplatz und Bandbreite in der Übertragung da ist. Also wir waren in einem Projekt drinnen, da ging es zum Beispiel darum, ein Standort in China, der hing an so einer 256-Kilobit-Leitung. Das ist natürlich schwierig. Aber man kann schon sagen, in Breite hat man heute eine andere Bandbreitensituation in den Unternehmen, eine andere Speicherplatzsituation. Und vor allen Dingen auch eine andere Situation von den technischen Plattformen, die da sind, die Multimedia unterstützen. Seien das so die Firmenwikis wie Confluence beispielsweise, die schon in der Lage waren, Video irgendwie aufzunehmen und in so einem Player, so wie man es von YouTube kennt, abzuspielen. Aber auch Plattformen wie zum Beispiel Vimp haben wir jetzt gerade bei einem Kunden groß im Einsatz. Das ist so eine Mischung aus YouTube und Soundcloud im Intranet. Weil das ist, glaube ich, auch so ein kritischer Punkt, ne? Nicht jedes Unternehmen will vielleicht den Lessons Learned-Bericht aus der letzten Produktentwicklung auf YouTube sehen, aus Produkthaftungsgründen, aus Geheimhaltungsgründen. Aber auch da merkt man jetzt eben, dass in den Intranets sozusagen Plattformen kommen, wo man Video und Audio eben ablegen kann, wo diese ganze Transkodierung, mit der man sich vielleicht nicht beschäftigen will, ne? Welche Auflösung, was ist eigentlich HTML5-Video, was muss ich tun, damit es auch auf Android spielt und solche Sachen, das übernehmen diese Plattformen. So, und heute haben wir uns im Prinzip überlegt, wir machen diese Live-Stunde jetzt 13 bis 14 Uhr so zweigeteilt. Zum einen mal den Hauptteil wird der Vortrag vom Frank einnehmen. Du warst ja auf dem Corporate Learning Camp auch vor 2 Wochen, knapp 2 Wochen gewesen, hast da schon mal was zum Thema erzählt und da geht es um das Thema Lernen 2.0 Social Video Learning im Sportbereich, genauer gesagt im Basketball, in der Trainerausbildung.
Da bin ich schon sehr gespannt, drüber zu hören. Entschuldigung. Der zweite Teil wird so sein von 14 bis 16 Uhr. Wir haben hier eine ganze Menge Ausrüstung, Audio- und Videotechnik, weil wir zum Beispiel, wer das mitbekommen hat, bei Adidas die Media Labs ausgestattet haben, wo es darum geht, Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, selber zu podcasten, Vorträge mitzuschneiden, Folien zu vertonen, Screencasts zu machen. Und da könnte man so eine kurze Tour dann hinterher machen und wer mag, kann direkt da mal ausprobieren. Also so vielleicht vom kleinen Podcast-Studio, hier unten steht ein großes, dass man da mal so ein bisschen sieht, was sind da die Möglichkeiten, die es gibt auf Audioseite, auf Videoseite. Ich denke, von dir werden wir auch ein bisschen was hören, was ihr einsetzt. Genau, das wäre dann eben der Teil 14 bis 16 Uhr. Können die Leute im Livestream leider nicht mitmachen. Das ist der Vorteil von all denen, die heute hier sind. Wer live die Sache verfolgen will, www.cognion.de/live. Dort gibt es auf der einen Seite den Videostream, also für die, die jetzt vielleicht gerade das YouTube-Fenster nur offen haben, auf www.cognion.de/live gibt es den Videostream, daneben alle Tweets. Und wer twittert mit dem Hashtag Cognion Live, hier unten am Fernseher steht da dran, der taucht dann hier bei uns in der Twitter-Wall auch auf, beziehungsweise am Ende von deinem Vortrag fragen wir mal aus dem Saal und eben auch aus Twitter versuchen, die Fragen, die kommen, zu beantworten. Ja, und damit will ich gar nicht mehr viel Vorrede machen, würde den Frank auf die Bühne bitten zu seinem Vortrag Lernen 2.0 im Sport. Hinführung und Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin bei Cognion, um das Thema Sport und Social Video Learning einmal auch in so einem Wissensmanagement-Rahmen vorzustellen, weil ich denke, mit dem Interpretationsrahmen sieht man vielleicht noch ein bisschen mehr, als wenn man so einen ganz engen E-Learning-Fokus hat. Also von daher vielen Dank für die Einleitung. Ich habe meinen Vortrag Lernen 2.0 im Sport genannt und möchte dort Trainer- und Führungskräfteausbildung mit Social Video Learning fokussieren. Wesentliche Teil der Ausbildung bezieht sich auf das Thema der Trainerausbildung im Tischtennis. Das sage ich gleich schon mal vorab. Also von daher, ich werde das Basketballthema auch mit reinnehmen, auf jeden Fall, aber da liegt der Fokus. Vielleicht ganz kurz zu uns GoThinkern. Wir sind ein Team aus 6 Personen, bestehen aus Didaktikern und Informatikern. Das ist so in dem Feld, glaube ich, so normal. Wir haben eine sehr enge Beziehung zum Thema Wissenschaft und Wissenschaftlern, insbesondere zu Gabi Reinmann, die uns seit Jahren begleitet in dem, was wir tun. Und wenn man uns fragt, was ist uns wichtig, dann ist es bei uns das Thema der Lehrkompetenz. Also da legen wir einen Fokus drauf. Und wenn man uns fragt, was macht ihr, dann sagen wir ein bisschen vollmundig, aber das ist es, wir wollen Aus- und Weiterbildung erneuern. Das heißt also, wir wollen nicht irgendwo nur eine Plattform einbauen, sondern wir möchten letztlich, dass die Aus- und Weiterbildung zur Hochform wird. Also wir werden Kontexte oder verlassen Kontexte erst dann, wird wirklich eine neue soziale Praxis sich etabliert hat. Das ist ein persönlicher, aber auch sehr sportlicher Anspruch. Und unsere Methode, unser Anker, unser Hebel ist das Thema Social Video Learning. Also Video steht im Zentrum, aber irgendwas Besonderes passiert jetzt um das Thema Video. Und um es auf den Punkt zu bringen, das Thema Stoppen des Videos und an dem Punkt dann das Denken zu starten, also Stop Videos, Start Thinking. Das ist, sag mal, der Nukleus dessen, was ich euch heute erzählen möchte. Kurz Überblick, also hier sind wir im Sport aktiv. Auf der linken Seite der Edelbrick Campus im Bereich Blended Learning, also wo das Thema Social Video Learning eingesetzt wird, seit 2007, mittlerweile schon im 7. Jahr. Intensive Erfahrung in der Mitte, Lizenzstatistik 2.0, ein Auftrag für den DOSB, wo es darum geht, ein großes System zu entwickeln, wo die Lizenzstatistiken aller Sportarten gemanagt werden. Und ganz rechts, ein relativ neues Projekt 2013, geht es darum, für den DOSB das Bildungsnetz zu entwickeln. Das ist eine Community-Plattform auch für die Bildungsverantwortlichen aller 60 Sportarten und darüber hinaus. Also auch etwas sehr Umfassendes. Für den organisierten Sport sind wir tätig und da schlägt auch unser Herz. Kommen wir zur Agenda. Ich hatte gesagt, Trainer- und Führungskräfteausbildung im Sport. Das ist so die Zielgruppeneinschränkung. Und ich habe 3 Blickrichtungen mitgenommen. Das erste, da geht es quasi in der Breite. Ausbildung im ehrenamtlichen Sporttrainerbereich, Beispiel Tischtennis. Weil wir da die meiste Erfahrung haben, ich am meisten darüber erzählen kann, soll das im Zentrum stehen. In Verlängerung daran schauen wir uns in der Spitze an, also wie sieht die Trainerausbildung wirklich in der Leistungsspitze aus? Was verändert sich da? Was ist da besonders? Und drittens, das ist so ein bisschen auch der Übergang in das ganze Thema Corporate Learning.
Im Speziellen, wie sieht ein Einsatz hier von Social Video Learning im Bereich der Führungskräfteausbildung, also im Management aus? Das heißt, durch so einen Querschnitt, durch drei Einsatzszenarien hoffe ich, dass so Invarianten rauskommen, so Konstanten, um rauszukriegen, gibt es didaktische Muster beim Thema Einsatz von Social Video Learning. Das ist das, was ich mitbringe. Starten wir im Bereich der Trainerausbildung. Um so einen Eindruck zu bekommen, Trainerausbildung, was reden wir? DOSB, Deutscher Olympischer Sportbund, ist die Dachorganisation aller Spitzenverbände, darunter 60 Sportfachverbände, Tischtennis, Basketball und wie sie alle heißen. Insgesamt beheimatet, organisiert der Deutsche Olympische Sportbund 580.000 Trainer. Das heißt, es ist eine sehr große Organisation und da passiert eine ganze Menge. Einer dieser Spitzenverbände oder Fachverbände ist der Deutsche Tischtennisbund, über den ich berichten werde. Dort sind 12.000 Trainer organisiert und von 2008 bis 2014 haben wir es geschafft, mit unserem Partner über 80% der Landesverbände in den Kontext des Blended Learnings mit Social Video Learning einzuführen, dass dort jetzt eine neue Praxis etabliert ist. Wenn man weiter reinzoomt und sagt, okay, im Tischtennis, welche besonderen Herausforderungen gibt es dort jetzt in der Trainerausbildung und Fortbildung, dann ist sicherlich, und da ist es wahrscheinlich nicht sportspezifisch oder jetzt, dass es was ganz Besonderes ist, dass man die zeitliche Flexibilisierung steigern muss, also möglichst flexible Angebote gestalten muss und gleichzeitig natürlich nicht versäumen sollte, die Bildungsangebote von ihrer Qualität her attraktiv zu halten. Das ist eine Doppelzielsetzung. Nur unter dieser Doppelzielsetzung kann man hoffen, dass junge Trainer oder auch ältere Trainer und Trainerinnen das, was ihnen wirklich ans Herz gewachsen ist, auch verfolgen. Also wenn ich sage, wir machen jetzt Blended Learning und in Online-Phasen schicke ich euch einen PDF-Text, dann sind die sehr, sehr enttäuscht, weil das ist ja ihr Gegenstand, der jetzt zur Disposition steht. Also muss auch irgendwas Attraktives da sein. Dann haben wir im Bereich Trainerwesen doch eine recht anspruchsvolle Lehr- und Coaching-Kompetenz. Warum? Weil man dort sehr gut mit Sprache umgehen kann. Also alle Lehrenden, Lehrer an Hochschulen und Schulen, Coaches oder Therapeuten, auch Führungskräfte, also alle, die eine Lehr- und Führungsfunktion haben, setzen die Sprache als Kern ihrer eigenen Professionalität ein. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen natürlich Sporttrainer sich auch bewegen können, Bewegung vormachen können. Und ich denke, in diesem Spannungsfeld von Sprach- und Bewegungsbezug gibt es besondere Herausforderungen an das Thema der Kompetenz. Und ein dritter Punkt, ich denke mal, da sind alle hierarchisch organisierten Organisationen, müssen sich da angesprochen fühlen, dass es mehr Zusammenarbeit geben muss, also mehr interorganisationale Zusammenarbeit, eben keine Silos. Und auch hier kann der Sport, denke ich, viel lernen. Das waren die Herausforderungen, mit denen wir 2007 ins Rennen gegangen sind und haben vor diesem Hintergrund dann gesagt, wie sehe denn eine neue Ausbildung aus? Grundlage dieses Neuen ist für uns ein Blended Learning Rahmen, hier in der einfachsten Form, dass es quasi eine virtuelle Online-Phase vorab gibt, hier 5 Tage, darauf folgend eine Präsenzphase am Wochenende von 2 Tagen und eine nachgeschaltete Präsenzphase nochmal von 5 Tagen. Das ist so ein Basismodell. Mit diesem Basismodell sind wir gestartet. Das läuft heute immer noch so, weil es sehr stabil funktioniert. In der ersten Online-Phase geht es sehr stark darum, das Vorwissen zu explizieren. Also es geht weniger darum, jetzt die PDF-Texte nur anzuschauen, sondern es geht darum, dass man die bearbeitet, dass man seine eigene Erfahrung artikuliert, diese Erfahrung mit anderen teilt und somit schon mal etwas in die Präsenzphase hineinbringt. Und natürlich geht es in der Präsenzphase darum, dass was da an komplexen Training- und Coaching-Prozessen quasi abläuft, mit Video einzufangen und in der zweiten Online-Phase darüber zu reflektieren. Ein Hauptmanko aller Präsenzphasen ist, dass meistens die Reflexion immer noch hinten dran gequetscht wird. Aber wir haben vorgeschlagen hier in diesem Fall, dass man über das, was da gelaufen ist, in einer eigenen zweiten Online-Phase nachdenkt. Und nicht nur nachdenkt, sondern sich intensiv einbringt durch das, was wir gleich hören werden. Eine Botschaft an die Trainer, die wir immer wieder sagen, es geht darum beim Blended Learning und einem Wertvollmachen der Präsenz oder der Praxis. Das heißt, ähnlich wie im Sport gibt es auch eine vorbereitende und eine nachbereitende Trainingsphase. Ist es auch hier
gilt es das, was man davor gemacht hat und gelernt und danach gemacht hat, gilt es, dass man die Präsenzphase wertvoller macht, den Mehrwert rauszieht, das Erlebnis der Präsenz intensiver macht. Weil die Präsenz ist sehr teuer. Ohne Präsenz geht es nicht. Und es gilt halt, dass man da maximal viel rauszieht. Schaut man sich jetzt die Online-Phasen an und fragt, was passiert da? Dann kommt an dieser Stelle Edubrick Campus ins Spiel. Das ist eine spezielle Lern- und Video-Umgebung, wo man sich austauschen kann und wo man sehr viel lernen kann. Wie das funktioniert, werden wir jetzt sehen. Die Grundstruktur unseres Lernzyklus ist, dass wir auf jeden Fall mit Aufgaben arbeiten. Also es gibt detaillierte Aufgaben, die sich aus den Lehrplänen ableiten, wo man sagt, okay, in der C-Stufe geht es da und darum, es geht ums Bewegungslernen, es geht darum, trainingswissenschaftliches Wissen aufzunehmen und so weiter. Also es gibt immer eine sehr genaue Aufgabenstellung. Dann kommt das Thema, dass man irgendwas damit machen muss, also Social Video Learning tatsächlich umsetzen muss. Wenn man was gemacht hat, was produziert hat als Teilnehmer, dass man da auch ein Feedback bekommt von Peers, aber natürlich viel lieber von den Experten. Und bei längeren Szenarien, dass man das, was man gemacht hat, in einem E-Portfolio einbettet und langfristig auch verarbeitet. Das werden wir auch hören, wie das funktioniert. Hier ist ein Beispiel von so einem Aufgabenbereich. Hier im linken Bereich sieht man, wie die Aufgaben strukturiert sind. Also es gibt Aufgabe 1 bis N. Es gibt eine Deadline, klar, und im rechten Bereich hier sieht man, dass die Aufgaben relativ genau beschrieben sind. Und beim Thema Video ist es ganz wichtig. Also wenn ich ein Video bekomme, zu irgendeiner Spielszene zum Beispiel, muss ich etwas über dieses Video wissen. Nämlich, welche Leistungsstufe die Spieler dort sind, welche Voraussetzungen sie haben und so weiter. Warum? Wir werden nämlich jetzt sehen, dass die Arbeit mit Video sehr viel mit Interpretation zu tun hat. Und wenn ich etwas interpretiere, ist es abhängig von meinem Vorwissen über dieses Video. So, und jetzt sind wir bei dem Thema, dem Kernmoment unserer Arbeit, der punktgenauen Videokommentierung. Das heißt also, jeder von euch kennt klar das Thema Video, ist ja omnipräsent, gibt es überall. Und Video hat sehr viel in sehr vielen Szenarien im Moment noch mit zu tun mit Kinoschauen. Ob jetzt auf der App oder auf Mobile Phone. Also es gibt irgendein gutes Video, was man sich anschaut. Und wir sagen an der Stelle Schluss mit Kino. Wir lehnen uns nicht zurück, sondern wir lehnen uns vor und machen irgendwas mit dem Video, nämlich bringen Kommentare ein. Kommentare an den Stellen, wo ich irgendeine Referenz im Kopf habe, irgendeinen Kontakt, wo ich sage, das finde ich aber fragwürdig jetzt, das finde ich besonders. Hier habe ich eine Idee, dass ich das Video dort anhalte, stop the video, und dann etwas da reinschreibe zu dieser Situation. Also ich mache die Videosituation für mich lebendig. Und in dem Augenblick wird so eine Videosituation auch zu einer pädagogisch-didaktischen Situation. Und ja, das kann ich jetzt machen, indem ich zum Beispiel hier da reinschreibe, die Skizze zeigt anschaulich und so weiter. Also was ich dazu meine, kann da noch einen Titel vergeben, kann mein Video natürlich auch noch mit visuellen Markern anreichern. Hier sieht man Pfeile, also ich beschreibe die Situation ja, ich kann bestimmte Dinge highlighten, Bewegungsachsen und so weiter. Und ich kann dieses Videobild mit einer Ampelfarbe belegen. Also rot steht für kritisch und grün steht für positiv, sehr gut gemacht, und gelb steht für Fragen zum Beispiel. Kann man jetzt beliebig kodieren. Das Entscheidende dabei ist, dass diese Farbmarker hier unten in der Zeitleiste landen. Und damit man einen recht schnellen Überblick hat, was auch andere, das Ganze mache ich nicht alleine, sondern mit anderen zusammen, hier an Beiträgen in der Zeiteiste lassen. Hier sind die jetzt keine Farbmarker drin, aber man sieht dann die Farbverteilung auf der Zeitachse. Und hier sieht man auch die Kollegen und Kolleginnen, die ebenfalls das Video kommentiert haben, angereichert haben. Und dadurch entsteht jetzt natürlich etwas sehr Besonderes, wenn ich eine Videosituation für mich interpretiere, die ist jetzt kritisch. Und ein anderer Kollege vom anderen Standort findet das gar nicht kritisch, sondern sehr, sehr positiv. Dann haben wir einen Moment identifiziert, wo es sich lohnt zu diskutieren. Und man kann jetzt zum Beispiel hier online diskutieren. Klar, jeden Beitrag kann man rekommentieren. Aber erinnern Sie sich an das Thema Blended Learning. Man hätte sowas schon im Vorfeld in der ersten Online-Phase. Und man hätte jetzt meinetwegen 3, 4, 5 Szenen identifiziert, wo die 20 Teilnehmer der Gruppe
ja, größeren Diskussionsbedarf sehen, dann nimmt man diese 5 Situationen, um sie dann in der Präsenzsitzung intensiver und im unmittelbaren Dialog zu besprechen. Das heißt also, man hat so eine Vorsensibilisierung und man spricht dann über die Dinge in der Präsenz, die Relevanz haben. Relevanz bezogen auf die Teilnehmer, nicht die Organisatoren. Die sagen zwar auch, was relevant ist, aber in diesem Fall geht es darum, dass die Teilnehmer sagen, hier, das finde ich interessant, das finde ich interessant, das zieht man raus und bespricht das dann intensiv. Das Thema Video ist, und das sage ich jetzt hier nur ergänzt an der Stelle, das zentrale Thema. Wir ergänzen im Interweb Campus eben auch noch andere Werkzeuge wie ein Weblog, das sehr gut komplementär zum Thema Videoeinsatz funktioniert, also wo man die Beispiele nochmal verdichten kann in einen Weblog-Beitrag oder zum Beispiel Erfahrungswissen zur Einführung Schwierigkeiten beim Kindertraining artikulieren kann. Also mit diesem Weblog arbeiten wir auch sehr intensiv, wie gesagt, immer in Verbindung mit dem Videothema. Noch ein drittes Werkzeug, keine Angst, keine Sorge, es sind letztlich nur 4, sei hier erwähnt, nämlich ein Concept Map, also Video als Thema. Ist zentral für das ganze Bewegungshandeln, aber auch für Theoriewissen. Die in den Weblogs artikulieren wir sehr viel so Erfahrungswissen. Und hier in den Concept Maps arbeiten wir sehr viel, wo es um Theorie geht. Also Theorie zum Thema Trainingswissenschaft, zum Thema Sportmedizin. Da muss man einfach sehr viel Fakten wissen. Das wird normalerweise in Textform dargeboten. Und hier erhalten die Teilnehmer die Aufgabe, das in so eine andere Wissensstruktur hineinzubringen. Und auch hiermit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Hier sieht man jetzt, dass alle Artefakte, also hier auf der linken Seite die Videokommentare, hier die Blogbeiträge oder auch die Concept Maps in einem sogenannten E-Portfolio landen. Das E-Portfolio ist eine Sammelmappe aller Leistungen, die letztlich dem Motto folgen, Reflexion durch Produktion. Also wir haben den didaktischen Anspruch, dass wir sagen, all unsere Lernwerkzeuge fördern quasi die Produktion von Lernartefakten und mit dieser Produktion stoßen wir Reflexionsprozesse an. Und das landet alles in diesem E-Portfolio. Wie gesagt, es macht dann Sinn, nicht beim 3-Wochen-Szenario, sondern wenn eine Ausbildung über ein Jahr zum Beispiel geht und die Teilnehmer sehr, sehr viele Artefakte produziert haben. Hier nochmal der Kreis, Aufgabenstellung mit Beobachtungskriterien beim Thema Video, ganz, ganz wichtig. Dann das Social Video Learning im Einzelnen in der Gruppe, Feedback von den Experten und die E-Portfolio-Arbeit. Hier wiederholt sich nochmal den Satz, den ich gerade gesagt habe, Reflexion durch Produktion. Also wir wollen weg von dem linken Teilbereich, hier der Nürnberger Trichter. Gibt es heute immer noch in sehr verschiedenen, auch sehr bunten Varianten, soll man sich nicht täuschen, wenn man genau hinguckt, von daher ist das hier eine Metapher, wo irgendein Mastermind weiß, was zu wissen ist, der das über irgendeine Maschinerie, Distributionskanäle dann in diesem Fall den Kindern in den Kopf bringt. Alle schauen auf die Uhr, das ist so das Szenario links. Wir wollen in Richtung rechts, das heißt vom Trichter zum Sprachrohr, ist so eine Umfunktionierung auch so dieser Trichtermetapher, dass die Leute untereinander kommunizieren, wie gesagt, dass Meinungen ausgehandelt werden. Das ist unsere Zielfunktion und natürlich braucht man dafür auch Technologien, die sind hier so ein bisschen weiter im Hintergrund. Also links ist eine Ideologie und rechts ist auch eine Ideologie, muss man ganz klar sagen. Aber wir wollen hier in den rechten Bereich und wollen den befüttern. Wenn man sich jetzt fragt, wie funktioniert das? Möchte ich hier jetzt mal ein Beispiel aufzeigen in der einjährigen A-Lizenz-Ausbildung im Tischtennis. Das ist eine Mixtur aus sehr verschiedenen Ansätzen. Es gibt ein Online-Training, Präsenz, Online-Training, dann eine relativ freie Phase, wo die Teilnehmer quasi im Praktikum selbst organisiert lernen und so weiter bis zur Prüfung. Das ist so deren komplexes Blended Learning-Szenario. Und der Tischtennisbund hat gesagt, okay, parallel zu dieser formalisierten Ausbildung möchten wir gerne aber jetzt etwas Erweitertes machen, was eher informellen Charakter hat und noch näher an die eigentliche Trainerkompetenz dran geht. Das heißt, wir haben hier gesagt, okay, jedem Trainer, das sieht man hier auf der linken Seite, wird ein Trainee zugeordnet in seinem Heimatverein, den er zu trainieren hat. Und zwar ein Jahr. Und dieses Training, was normalerweise hinter verschlossenen Türen stattfindet oder wenig beobachtet stattfindet,
wird jetzt mit Video, Videokommentierung und Blogbeiträge beobachtet, dokumentiert. Und das über diese Phasenanalyse. Analyse meint, ich muss mir erstmal vorstellen, was habe ich da überhaupt für einen Kollegen, für eine Kollegin, für ein Kind? Was Voraussetzungen hat er? 12 Jahre alt, Leistungsstufe, psychologische Voraussetzungen, körperliche Voraussetzungen, Eingebundenheit in Familie und so weiter, dass man weiß, okay, wovon geht man aus? Welche Planungsziele hat man? Wo möchte ich eigentlich hin mit dem, mit der, dass ich die expliziere und sie begründe? Dass ich dann auf der Grundlage sage, okay, ich gehe jetzt in den Trainingsprozess, der dauert dann 8-9 Monate, wo ich bestimmte Lernziele realisiere, aber mich natürlich auch verrenne. Und das Verrennen wird auch dokumentiert, genauso wie das, was geglückt ist und immer rückgebunden an dem, was ich geplant habe und auch, was ich neu planen musste. Und am Ende wird all das, was ich da gemacht habe, was da dokumentiert wurde in Videos, in Videokommentaren, in Blogbeiträgen, präsentiert vor einer Jury. Und ich zeige dort, was ich letztlich als Trainer gemacht habe. Das heißt, was ist meine Trainerkompetenz? Also ein sehr nah an der Wirklichkeit bestehender Testlauf, sag ich mal. Hier sieht man dann einen Ausschnitt aus der E-Portfolio-Arbeit, wo die Teilnehmer eben bestimmte Artefakte, die sie selber ins System hochgeladen haben, auswählen, sagen, der Videokommentar ist wichtig und den nehme ich mit rein. Sieht man hier, das ist ein Beitrag von Michael Hagemüller, A-Lizenzausbildung 2013. Der hat hier 3 Videokommentare ausgewählt, mit verschiedenen Zeitpunkten, weil er die These hat, der Balltreffpunkt von Eva hat sich durch das Training seit Juni verbessert. Da kann man ja sagen. Aber jetzt wird quasi festgehalten, woran er das festmacht. Also er hat quasi seine eigene Praxis beobachtet und sagt, okay, ich mache das hier an diesen 3 Sachen fest. Und hier hinter sitzen ja die Videos selber. Also ich kann in das Video reinspringen vom Mai, vom April und kann mir das mal genau anschauen. Aber ich habe auch meine Reflexion aus dem Mai-Monat mitgebracht. Ich habe meine Reflexion A, B, C mitgebracht, die dazu hinführen, dass ich das links behaupten kann. So, und das ist quasi so eine Memo, die ich erstelle. Und diese Memo nehme ich mit und mache da mehrere Memos raus, weil Sie müssen sich vorstellen, das Ganze passiert über ein Jahr. Also eine sehr dichte Beobachtung, Selbstreflexion dessen, was ich da mache. Und warum mache ich das? Weil ich damit letztlich die Trainingsplanung und die Trainingsergebnisse dokumentiere. Ich kann die eigenen Reflexionen zu meinen Entscheidungen sichtbar machen und begründbar machen. Und es ist Grundlage für die Abschlussprüfung. Und bei der Abschlussprüfung passiert es eben noch was Besonderes. Wir haben nicht gesagt, ich bringe mein Entwicklungsportfolio mit den Hunderten von Einträgen, das versteht nämlich keiner, sondern wir erstellen ein A0-Poster mit den Kategorien, die Sie kennen, Analyse, Ziele, Prozess und Ergebnis. Und bringen da die wesentlichen Ergebnisse rein und stellen einer Prüfung quasi vor, was ich ein Jahr gemacht habe. Aber dieses A0-Analog-Poster ist referenziert natürlich mit meinem E-Portfolio. Also die Prüfungskommission kann jederzeit sagen, passen Sie mal auf, hier, das gefällt mir sehr gut, aber ich habe da eine Frage zu oder ich finde das nicht eindeutig. Springen Sie mal bitte in den Monat Juni, wo Sie gezeigt haben, dass das so und so ist. Das heißt also, man kann auf die tiefste Ebene zoomen, aber auf der obersten Ebene hat man hier ein sehr schlankes A0-Format, das ich begründe. Also ich muss meinen Lernfall quasi vorstellen und verteidigen. Und das Schöne ist, von diesem Lernfall habe ich die meiste Ahnung. Das heißt, der Bundestrainer, der vorhin sitzt und andere sehr kompetente Menschen, die können in dem Fall was von mir lernen, weil ich bin ja hier mit dem Fall intensiv vertraut jetzt. Aber natürlich, erfahrene Trainer entdecken immer wieder auch Dinge, die für mich auch in der Prüfung jetzt neu sind, dass ich sage, okay, stimmt, das kann man auch so begründen. Das heißt also, letztlich geht es um eine kompetenzorientierte Prüfung, wo der Prüfling aber auch mit Gewinn rausgeht und hoffentlich auch die Prüfer. Und ich bin total froh, dass das beim Tischtennisverband geklappt hat, dass diese neue Prüfungskultur, jeder weiß, der sich mit dem Thema kompetenzorientierten Prüfen beschäftigt, dass es ein großes Thema ist, vor allen Dingen auch ein politisches Thema, dass man die Assessmentform umstellt auf eine andere Art, also weg von irgendwelchen kleinteiligen Multiple-Choice-Tests hin zu tatsächlich kompetenzbasierten, also wo das Können im Zentrum steht, dass man das zum Gegenstand der Prüfung macht. Und das ist nach 7 Jahren Wirklichkeit im Deutschen Tischtennisverband und das finde ich großartig.
Dieses ganze Thema passiert nicht nur in einem Land, sondern in verschiedenen Ländern. Wir sind in Niedersachsen angefangen vor 7 Jahren und mittlerweile gibt es das Thema in 13 Ländern. Das ist insofern großartig. Sie erinnern sich, am Anfang habe ich gesagt, es gibt Silos, also die Länder sprechen nicht miteinander, nicht weil die nicht miteinander sprechen möchten, aber es ist von der Struktur her nicht so angelegt. Und über dieses Thema digitale Medien, Social Video Learning Einsatz, ist es jetzt erstmals ermöglicht worden, natürlich im Rahmen auch einer Community, dass die einzelnen Bildungsverantwortlichen der Länder miteinander in Austausch gekommen sind. Das heißt also, die tauschen Aufgaben aus. Aufgaben sind schwierig zu erstellen, da steckt sehr viel Hirnschmalz drin, und tauschen Lernressourcen untereinander aus, also Videos zum Beispiel, aber auch Grafiken, Texte, die man in der Trainerausbildung braucht. Es gibt dann einen Erfahrungsaustausch um diese Aufgaben, um diese Videos. Zum Beispiel spricht Bayern mit Niedersachsen, wo gesagt wird, für die C-Ausbildung ist doch diese Aufgabe zu schwer. Und das wird gesagt, ja, wir sehen das anders. Wenn ich mir das Video anschaue, ist diese Aufgabe angemessen. Und so unterhalten sich die Verantwortlichen, die Bildungsverantwortlichen, und modifizieren bestenfalls die Aufgaben so, dass es für die C-Ausbildung angemessen ist in sehr verschiedenen Bundesländern. Und das ist ein Mechanismus, den ich hier mit Qualitätsentwicklung angesprochen habe, durch eben das kollegiale Coaching. Also es ist keine Gruppe, die irgendwo extern sitzt und künstliche Qualitätskriterien entwirft, sondern die Bildungsverantwortlichen ihrer Länder machen das konkret an den Aufgaben fest und an den Lernressourcen, die zur Verfügung stehen, und handeln das aus und setzen quasi dann gemeinsam im gemeinsamen Diskurs eben den Standard, der in diesem Fall für die C-, B- oder A-Stufe sinnvoll ist. Zusammenfassend: Tischtennis von 2008 bis 2014, über 50 Kurse, 1000 Teilnehmer. Es ist eingeführt in allen Lizenzstufen. Also das ist also keine punktuelle Lösung, sondern der organisierte Sport in den Sportarten besteht aus der Stufe C, B, A. Das sind Leistungsstufen. In allen ist es eingeführt. Kursdauer von einer Woche bis 52 Wochen. Also eine sehr große Variation von Einsatzszenarien. Ganz kurze und wie gesagt ganz lange. 13 Bundesländern, und dass wir da auf richtigem Weg sind, zeigen auch vergangene und aktuelle Preise. Gehen wir von dem Tischtennis in den Bereich Basketball. Da ist der Fokus nicht mehr das Ehrenamt, nicht mehr die Breite, sondern da geht es um Leistungs- und Hochleistungssport. Bewusst den Begriff der Trainerelite hier verwendet, die Basketball-Bundesliga auch verwendet. Sie möchte bis 2020 in diesem Bereich ganz weit vorne sein. Deshalb investiert sie relativ viel auch an Zeit und auch an Geld in die Nachwuchstrainerarbeit. Und vom Grundsatz her würde man jetzt in diesem Szenario sehr viele Dinge wiedererkennen. Deshalb werde ich das Szenario nicht als Ganzes wiederholen, sondern mich auf die Dinge konzentrieren, die mir darüber hinaus noch als besonders erscheinen. Da ist hier die Kerneinheit, also es gibt auch eine Online-Phase, 5 Wochen brutto, und eine zweite Online-Phase. In der Mitte gibt es eine einwöchige Präsenz, wo im Seminar gearbeitet wird und wo auch sehr viel in der Halle gearbeitet wird. Und das Ganze ist eine berufsintegrierte Ausbildung über 6 Semester, also Semester ist ungefähr 3 Jahre. Und das Kennzeichnende ist hier, dass hier die Trainer hauptamtlich in den Bundesliga-Vereinen arbeiten. Das heißt, sie sind nicht ehrenamtlich engagiert, machen das nicht nebenberuflich, sondern das ist ihr Job, das zu tun. Sie sind als Co-Trainer in den Bundesliga-Vereinen aktiv und sind quasi jetzt parallel noch in dieser Ausbildung drin. Wobei jeder, der schon mal eine Ausbildung konzipiert hat, natürlich jetzt die Herausforderung sieht, wie verbindet sich denn diese Arbeit in dem Bundesliga-Verein mit dieser Ausbildung. Und hier sieht man, dass die Berufspraxis, dass die quasi da drin stecken, und die Trainer in den einzelnen Phasen hier, in den Online-Phase 1 mit den Präsenzphase, Online-Phase 2, quasi über mehrere Semester das machen. Und was sie da in den Kursen machen, da entwickeln sie Wissen. Und dieses Wissen wird quasi in die Basketball-Bundesliga-Community reingebracht. Von jedem Jahrgang. Hier sieht man den Jahrgang 13, Jahrgang 14, Jahrgang 15. Und es werden quasi dort die Praxis ist aufgegriffen, diskutiert, und was dann als Erfolgswissen in den einzelnen Kursen da ist, wird in die Community gegeben, damit es für alle diskutierbar ist. So versucht man,
letztlich Erfolgsmuster rauszufinden. Das ist eigentlich natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Sache, weil Erfolgsmuster immer abhängig sind von Situationsbedingungen. Aber das zu diskutieren, diskutierbar zu machen, eignet sich natürlich das Videomaterial gut, weil Video zunächst mal komplexe Situationen ganz gut abbilden kann und um diese Situation quasi ein Diskurs stattfindet. Und das Ganze landet dann in der BBL-Community, wie gesagt, jahrgangsübergreifend. Eine weitere Besonderheit ist hier im Basketball, dass noch eine breitere Palette an Einsatzszenarien dabei ist. Also die Videokamera ist an sich überall dabei, muss man sagen. Und die sagen auch ernsthaft, die Videokamera ist ihr Freund, auch bei informellen Situationen. Also man kann ja Social Video Learning nur dann machen, wenn man Videomaterial hat. Und der Klassiker ist, dass man sagt, wir haben morgen Nachmittag einen Videotermin mit einem professionellen Videokamerahersteller und so weiter. Das kennen wir. Das ist das klassische Videodreh. Sehr aufwendig, sehr teuer. Und was da beobachtet wird, ist fragwürdig, sage ich mal, bezüglich des Lernens. Wenn man jetzt sagt, die Videokamera habe ich eigentlich immer dabei, mit dem Smartphone immer dabei, so, aber man muss sie auch dann einsetzen. Das heißt, man muss eine Kultur aufbauen, dass man mit der Videokamera durchaus auch so informelle Situationen aufnimmt. Aus sich selbst aufnimmt. Und das entwickelt sich hier im Basketball ganz gut. Also die Videokamera ist hier natürlich in den Hallen immer dabei. Dann bei Reflexionen in der Hallen, wo der Trainer was zusammenfasst. Bei Workshops auf jeden Fall dabei. Ganz interessant, links unten, also nicht nur Räume werden aufgenommen, sondern eben auch der PC. Wenn es da, also als Screencast, wenn es darum geht, dass Experten aus Trainingswissenschaft, Sportmedizin, ein 10-minütiges, 5-minütiges Expertenvideo, eine PowerPoint-Präsentation besprechen. Das machen die Experten sehr, sehr gerne. Also wenn ich einen Experten habe zur Trainingswissenschaft, der macht sehr, sehr gerne, bespricht ein 5-minütiges PowerPoint. Aber bitte nicht Spiegelstriche vorlesen, sondern Stories erzählen. Also man sieht das ja ohnehin, was da steht auf dem PowerPoint. Es geht darum, Tipps und Kniffs jetzt, um diese Trainingspraxis explizit zu machen. Das heißt, es handelt sich hierbei tatsächlich um ein sehr wissensintensives Learning Nugget, was, wenn man es so einbettet, jetzt in die Social Video Learning Umgebung natürlich angereichert werden kann, wieder mit Fragen, mit erweiterten Studien. Wir haben in einem anderen Kontext nicht nur gesehen, dass die Teilnehmer da Fragen stellen, ganz artig, sondern sie bringen auch noch eigene Studien mit ein. Also sie sagen, sie widersprechen dem Experten, sagen, es ist nicht die neueste Studie. Ich habe eine neue Studie aus Amerika gefunden, die das ergänzt und dem widerspricht. Und das ist genau die Kultur, die wir haben wollen. Der Experte ist bis auf Weiteres Experte seines Faches. Deshalb macht er da so eine Einheit. Aber die nachwachsende Generation, die stellt ganz viele Fragen, einfache bis komplizierte Fragen, und kommt natürlich mit eigenem Wissen ran. Und da entsteht ein neues Artefakt, was angereichert ist durch diesen Kurs 13, der in dem nächsten Kurs wieder als erweitertes Artefakt dienen kann. Dahinter steckt auch so eine Wissensmanagement-Idee, dass natürlich nicht nur jeder Kurs dasselbe macht, sondern dass Erfahrungswissen, also auch die Ideen, Konzepte immer weitergetragen wird in den nächsten Kurs, die dann auf einem höheren Niveau den Kurs beginnen. Hier, das meine ich mit informellen Situationen, Thema Leading Experts, Explikation von Erfahrungswissen, wenn ich einen Experten habe und den befrage zu etwas, zu seiner Praxis, was wichtig ist, was entscheidend ist, was erfolgskritisches Wissen ist, dann ist da erstmal die große Frage, was frage ich denn eigentlich? Und diese Interviewsituationen sind sehr gut vorbereitet, aber sie werden eben auch videografiert. Sie werden eingestellt, sie werden nochmal im Rahmen einer Selbstreflexion kommentiert und sehr, sehr wichtig, sie werden von den anderen Peers auch kommentiert und idealerweise von den Experten auch nochmal kommentiert. Das heißt, das ganze Thema Videokommentierung, Social Video Learning, könnte man eben auch sehr stark oder interessanter aufziehen, um das Thema Erfahrungswissen explizit machen oder das, was man von Erfahrungswissen explizit machen kann, kann man mit Unterstützung von Video und Kommentierung und sozialer Austausch eben rauskitzeln, was man rauskitzeln kann. Auch hier, das ist so ein bisschen abgeleitet aus der Art des Videomaterials, ist ein Anstieg am informellen Online-Austausch da. Also wenn ich einfach zum Beispiel mal kurz ein Video hochlade zu einer bestimmten Szene, die ich jetzt als Trainer problematisch finde und ich frage zum Beispiel hier in dem Video, sehe ich das so und so, was meinst du? Dann entstehen ganz andere Dialoge,
als wenn ich jetzt ein Video habe, was irgendwie mit Hochglanzformat da ist, wo ein Modell hintersteckt, was die Teilnehmer sehen wollen sollen. Von daher, die Art der Videos bestimmt auch die Qualität der Diskussion um die Videos. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man das Thema Wissensmanagement, Erfahrungswissen, informelles Lernen als Brillen hier auf das Thema lenkt. Zusammengefasst, also bei einer Basketballliga steht im Zentrum Talente entwickeln. Das finde ich sehr interessant, auch wenn man in die Wirtschaft reinschaut, wenn ich da die Analogie jetzt aufmache. Talente entwickeln heißt, die haben Geduld. Das heißt, die Zeitperspektive geht auf 10 Jahre. Sehr viel Vertrauen in die Spitzentrainer, sich zu entwickeln, als Bedingung der Entwicklung. Berufsintegriertes Blended Learning Szenario, also wo sie coachen im Verein, aber gleichzeitig auch mit anderen Peers sich austauschen und letztlich auf beiden Ebenen der Input kommt, also der Input kommt aus der Berufspraxis, da sind die komplexen Probleme, die drängen in die formale Ausbildung rein, aber von der formalen Ausbildung natürlich auch Lösungsszenarien für die konkrete Berufspraxis. Beide Perspektiven scheinen mir sehr, sehr interessant zu sein. Über die Zeit, also wenn ich jetzt sage, die 3 Jahre, ist das erste Jahr sehr stark bestimmt immer noch, dass das Ausbildungsteam die Agenda setzt. Im zweiten Jahr kommt sehr stark der Impuls aus dem Verein raus, wo die Problemstellung dort artikuliert wird. Und im dritten Jahr werden quasi beide Referenzen genutzt, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Hier im einen Jahrgang 1400 Lernartefakte in 6 Monaten, also ein sehr, sehr eine große Anzahl von erstellten Artefakten. Wir wussten hier, das sind 6 Nachwuchstrainer, also eine ganz kleine Gruppe. 27 Referenten, da merkt man schon das Verhältnis. Hier geht es tatsächlich so, auch diese Top-Leute mit anderen Experten zu umgeben im Sinne einer tatsächlichen Lernumgebung. Also, dass ich, wenn ich sage, ich habe so ein komplexes Problem, ich brauche einen Experte zum Thema Führung oder Motivation, dass ich dann in dieser Lernumgebung, dieser Expertenumgebung diese Person ansprechen kann und in Austausch treten kann. 26 Gäste, was ich auch interessant finde, dass da sehr viel Austausch da ist und ja, 3 Workshops bisher gemacht. Abschließend geht es in Richtung der Führungsakademie. Also wir haben gerade das Thema Video Learning sehr stark in der Breite festgestellt und zwar auf der Ebene Blended Learning eher als Einzelreflexion, aber auch als Mittel, wie man letztlich ein organisationales Lernen anstoßen kann. Sie erinnern sich an die Deutschlandkarte. Wenn dort quasi in verschiedenen Ländern Erfahrungswissen ausgetauscht wird, ist es eine andere Perspektive. Beim Basketballbund haben wir eine Erweiterung gesehen, mehr der informellen Kontexte. Die Videokamera ist immer dabei. Man möchte die Dinge explizit machen und mit anderen diskutieren, die man auch normalerweise im ganz kleinen Rahmen erlebt. Das war, also ziehe ich das so raus. Und jetzt ist Führungsakademie, geht es um das Thema Managementwissen. Und wenn man da nochmal reinschaut, hier ist auch eine einjährige Ausbildung, berufsbegleitend. Also sie haben alle ihre Hauptberufe. Da war eine ganz wichtige Anforderung weniger Präsenz, weil die einfach keine Zeit haben oder sehr, sehr wenig Zeit haben. Dafür viel online, aber auch viel synchroner Austausch. Also wird viel mit Videokonferenzen gearbeitet, um aktuelle Probleme zu besprechen und da auch bei den formalen Aufgaben weiterzukommen. Wir sind bei der Führungsakademie gestartet, natürlich mit unseren Beispielen aus der Sportpraxis, wo viel Bewegungswissen im Zentrum steht, wo die Halle im Zentrum steht und wurden gefragt, wie kann man das denn jetzt natürlich erst anwenden für das Management-Thema? Also wie kann man Social Video Learning, Videokommentierung und Videoaustausch anwenden? Und natürlich ist ein großes Thema, dass man so Rollenspiele hernimmt, dass man Screen-Videos macht von PowerPoint, wie ich gesagt habe. Aber hier ist noch eine andere Ressource jetzt reingekommen, erst mit der Möglichkeit, als es jetzt tatsächlich angeboten wurde, dass ein anderer Sportverband, die vor 3 Jahren ein Leitbild eingeführt haben und dabei ganz viel Erfahrung gesammelt haben, sich hingesetzt haben und gesagt, wir diskutieren jetzt 20 Minuten zu unseren Erfahrungen, die wir gesammelt haben bei der Einführung eines Leitbilds. Und das geben wir als Input quasi für diesen neuen Jahrgang, der sich mit der Einführung von Leitbild beschäftigen soll. Und das wird als sehr, sehr instruktiv empfunden von den Neulingen.
ist sehr gut eingesetzt, also sowas, wenn es nicht um wahr-falsch geht, sondern wenn es auch um Interpretationen geht, wo man sagt, das könnte man auch so machen oder so machen, wurden 150 Kommentare gemacht von so 15 Leuten. Und interessant war hier, dass dieses Video der Erfahrung der anderen Gruppe dazu animiert hat, eigene Beispiele einzubringen und eigenes Kontextwissen einzubringen. Also hat gesagt, bei uns in dem Verband ist es ähnlich, aber unter deren der Besonderheit. Und weil das jeder gemacht hat, wurde in der Gruppe sehr viel Kontextwissen artikuliert zunächst einmal. Und so hatte man quasi ein Good Practice in der Mitte, und der wurde angereichert von sehr vielen erweiterten Wissen aus den Kontexten. Und das war insgesamt dann ein sehr guter Input für die Präsenzphase. Also immer wieder auch da, das sind hier dieses Social Video Learning mit der Videokommentierung und im Austausch, ist ein sehr gutes Verfahren, um im Vorfeld auch Wissen zu generieren von den Teilnehmern, das sie dann mitbringen in eine Präsenzsitzung. Auch hier nochmal zusammengefasst, 15 Teilnehmer, ein Jahr berufsbegleitend. Reflexion durch Produktion war ein sehr neues Paradigma. Also in Management-Ausbildung ist man bisher sehr stark gewohnt, textbasierte Sachen zu machen, aber wenig tatsächlich neue Artefakte zu produzieren, also sei es Videokommentare oder auch Blogbeiträge und. Das war neu und wurde sehr gut aufgegriffen. Und die Fallarbeit funktioniert jetzt über diese Social Video Learning Ansatz. Zusammengefasst, jetzt über alle drei Kontexte kann man, glaube ich, sagen, dass Video als Trägermedium für komplexe dynamische Situationen oder Informationen geeignet ist. Also wenn man jetzt ganz rauszoomt und abstrahiert, sagt, wofür ist Video gut, dann wenn es um dynamische Situationen geht, tatsächlich, man kann sagen, körperliche Bewegung, aber auch Vorträge oder wenn ich einen PowerPoint-Vortrag bespreche, dann zeige ich ja auch Dinge. Also immer dann, wenn sich Dinge bewegen, Information sehr verschachtelt ist und ich das videografieren kann, dann ist das ein gutes Trägermedium. Die Videokommentierung ist als Analyse- und Reflexionswerkzeug von Situationen adäquat, weil ich tatsächlich erstmal die Situation problematisieren kann in einem Video, meine Gedanken explizieren kann. Das ist sehr, sehr viel wert. Im Rahmen von Blended Learning Settings ist es fundamental wichtig, dass Beobachtungsaufgaben gestellt werden und Feedback gegeben wird. Beobachtungsaufgaben waren Lessons learned der ersten Jahre, wo wir erst gesagt haben, hier ist die Technologie, jetzt könnt ihr Videokommentare machen, das ist eigentlich viel Unsinniges passiert, sondern ich muss eine Blickführung haben, auf was ich mich konzentrieren soll in einem Video, wo ich unglaublich viel sehen kann. Und das und diese Eingrenzung natürlich abhängig von dem Curricula, was ich stelle. Also wenn ich einfach bestimmte Lernziele habe, dann grenze ich das so ein. Und Feedback ist auch klar, wenn ich mich artikuliere, wenn ich meine Gedanken expliziere zu einer Situation, was immer ein Wagnis ist, weil es Interpretationen sind, dann möchte ich ein Feedback haben, bitteschön, und zwar vom Experten. Das wird quasi, das ist ein bisschen, wenn ich in den Wald reinrufe, dann muss ich auch das andere mitmachen. Ich muss ansprechbar sein, um eine Rückmeldung geben. Austausch via Videokommentare als ein starkes Wissensmanagement-Werkzeug. Also ich hatte es heute nur andeuten können, das ganze Thema implizite Wissen, Erfahrungswissen kann man, glaube ich, in der Kombination Video plus Videokommentar, also eine Versprachlichung, eine Vertextlichung dessen, was ich über eine Situation meine, ganz gut greifbar machen und es in dieser Form auch mit anderen austauschen. Also wenn ich einen Videokommentar habe und schicke dir den, dann habe ich über den Kommentar den ersten Teaser zu einer Situation. Wenn ich das Video dann ablaufe in seiner Ganzheit, kann ich mir auch eine Ganzheit erschließen. So dass ich zumindest mal eine relativ gute Vorahnung habe, was dir im Kopf rumgeht, wenn du dieses Video anschaust. Und ich denke gerade, wenn man jetzt auch an Transfer denkt und zum Beispiel an Servicekräftemanager denkt, die irgendwo in der Peripherie arbeiten, auch in komplexen Situationen, da tritt ein Problem auf, was man verbal schlecht beschreiben kann, das videografiere ich, würde Videokommentare machen, würde das in die Experten-Community geben, die würden das anreichern. Kann man sich eigentlich analoge Szenarien, glaube ich, nach dem heute vorgestellten ganz gut vorstellen. Ein Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, ist diese Visual Tags, also diese Ampelmöglichkeit, dass das Anker sind für Anschlusskommunikation. Damit kriegt man das Ganze so eine horizontale Perspektive. Also wenn man sich heute
so Weiterbildungsszenarien anschaue, sind sie oft fragmentiert. Die eine hat wenig mit der nächsten Phase zu tun. Und ich glaube, ganz viel Musik steckt da drin, wenn ich in einer Phase 1 bestimmen kann, was relevant ist aus Teilnehmersicht und dass ich das dann von der Vielzahl, was möglich ist zu diskutieren, die 1, 2, 3, 4, 5 Punkte mitnehme in die nächste Lernphase, um es dann vertieft zu diskutieren. Das meine ich mit Anschlusskommunikation, dass man das im Blick haben muss, wenn man wie auch immer geartete Blended-Szenarien, Flip-Szenarien, wie es heißt heute, kreiert. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es uns sehr stark um das Thema reflexive Performance geht, also die eigene Leistung beobachten, durch Video kommentieren und durch andere kommentieren lassen, führt zu so einer Reflexion dessen, was möglich ist, aber wo auch mal meine eigenen Begrenzungen liegen in meiner eigenen Praxis. Egal, ob ich jetzt ein Trainer bin oder eine Führungskraft bin, also ich habe überall meine Performance, die ich zeigen muss. Und dass das ein sehr starkes Moment ist, um eine Kompetenzentwicklung nach vorne zu bringen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frank. Ich komme mal mit nach vorne. Wie sieht es denn aus in dem Vortrag? Ich habe jetzt auf Twitter keine direkten Fragen gesehen. Wer auf Twitter Fragen hat, gerne melden. Aber hier vorne, Werner, haben wir schon die erste. Ich habe da gelesen, es gibt Unmengen von Artefakten und jetzt stelle ich mir die Frage, wie finde ich da drin wieder was? Also ich habe jetzt 6 Monate was gemacht, mir fällt ein, vor 3 Monaten war da was zum Thema, ich habe keine Ahnung, wie finde ich das wieder? Mhm. Wie ist das durchsuchbar? Mhm. Weil ein Text durchsuchen, das kenne ich, aber ein Video durchsuchen? Es gibt die Möglichkeit, dass ich nach Videokommentaren da die Worte suche zum Beispiel. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ich sage, es gab eine Aufgabenstruktur, dass ich innerhalb dieser Aufgabencluster suche. Es gibt verschiedene Suchstrategien, wie ich dann zu bestimmten Merkmalen komme. Aber wichtig ist, dass ich diese E-Portfolio-Arbeit, also die Arbeit der Sichtung und Reduktion meiner Artefakte, permanent mache. Und da war ein großer Lessons learned aus der, ich sag mal, ersten Phase, haben wir gesagt, die durchlaufen die formale Ausbildung und machen das immer. Machen sie aber nicht, weil wir kennen es von der Hochschule her, E-Portfolio an der Hochschule ist immer eine Riesenherausforderung, sondern wir müssen etwas nehmen, wo sie ein genuines Interesse dran haben. Und das war, wenn ich einen Trainee betreue auf ein Jahr, dann bin ich interessiert daran, wie ich den betreue, das beobachten und das mit anderen austauschen. Von daher haben wir durch so einen didaktischen Change an der Stelle, haben wir eine ganz starke Motivation erzeugen können, mit dem E-Portfolio zu arbeiten. Also da ein schönes Beispiel wieder dafür, eine Technologie alleine ergibt eine Möglichkeit, aber noch keine hinreichende dafür, dass sich Wirklichkeit ändert. Das muss eingebettet sein in ein attraktives didaktisches Szenario. Danke. Meine Frage im Chat bzw. auf Twitter. Der Professor Niemeyer fragt, was ist aus didaktischer Sicht neu im Vergleich zu den früheren Business-TV-Ansätzen? Ich weiß nicht, inwieweit du die kennst. So wie ich Business-TV kenne, ist das ja in der Regel eher ein Broadcast-Medium, also irgendwas, was auf Displays in der Kantine oder im Foyer oder so läuft. Weiß genau. Kannst du da was zu sagen zu der Frage? Ja, ich kann es szenisch darstellen, Herr Professor Niemeyer. Stellen Sie sich vor, das ist das Video. Auch meine Meinung ist, TV ist Kino. Und jetzt ist es Stop the Video und ich bringe mich ein. Also egal, ob der Vorstandsvorsitzende spricht, egal wer spricht, Vorstellung einer neuen Produktvariante. Ich als Mitarbeiter der Abteilung 16b sage jetzt an der Stelle, ich habe dazu eine Meinung, eine Idee, irgendwas. Das heißt, grundsätzliche Umdrehung des gesamten Videoansatzes weg von Kino, hatte ich gesagt, hin zu, wir haben noch kein neues Wort dafür, Kino 2.0 wäre ein bisschen albern, aber ja, man kann sich einbringen in das, was da läuft. Also raus aus der Konsumentenhaltung und rein in eine aktiv werdende Rolle. Genau. Ja, da haben wir die nächste Frage. Ich wollte direkt dazu noch sagen, ich glaube, die Chance ist noch viel größer, weil wenn der Vorstandsvorsitzende live spricht, würde ihm keiner reinreden. Aber beim Video kann man reinreden, ohne dass man den Fluss stört. Man kann reinreden, auch wenn man eher introvertiert ist, weil wenn man das in seinem stillen Kämmerchen macht,
traut man sich vielleicht eher, als wenn man in der Hauptversammlung mit 17.000 anderen in einem Raum sitzt. Also ich sehe da schon viele Chancen. Deshalb ist das Thema Live-Tagging auch so interessant. Also wir haben heute ein asynchrones Szenario erlebt, also wo die Videos hochgeladen werden und die Teilnehmer 24 Stunden um die Uhr asynchron das bearbeiten können. Das hat viele Vorteile, weil viele nicht gleichzeitig arbeiten wollen. Synchrones Szenario wäre, ich spreche hier, es gibt einen Livestream und hier die Leute und die 20, 30, die draußen sind, machen jetzt nicht über Twitter die Kommentare, sondern geben jetzt quasi die Kommentare direkt zu dem ab, was wir hier gerade machen, also direkt ins Video. Und genau das auch wieder dann asynchron zu bearbeiten, da ist so ein Loop drin, da sehen wir auch besondere Potenziale drin. Das heißt, die Verschränkung von Synchron-Szenarien und Asynchron-Szenarien. Denn da Erfahrung, wie da der Unterschied ist, also ich meine, wir sind ja als Menschen eher Leute, die synchron interagieren, fühlt sich das für Leute, die jetzt mit einem Video interagieren müssen, erstmal wie so eine tote Materie an, dadurch, dass der Mensch nicht, jemand, der im Stream zuschaut, der weiß jetzt, du stehst gerade hier und du kannst reagieren auf einen Tweet. Gibt es da einen Unterschied? Noch keine Richtenerfahrung, also eher hausinterne, ja. Aber die existieren ja auch. Das, was Sie gerade sagten, in der Videokonferenz, wo ich nicht, wenn ich da mit 20, 30 Leuten drin wäre und ich mich nicht einfach einbringen kann, das heißt, wenn die Hürde, mich einzubringen, zu hoch ist, vielleicht, weil ich das Wissen noch nicht so richtig artikuliert habe, ich weiß noch nicht ganz genau, wenn ich mich melde, muss ich auch wissen, was ich sage, aber ich habe eine Idee und kann das, was ich im Kopf latent habe zu dieser Situation, könnte ich jetzt gut kommentieren. Aber es wird nicht reichen, aufzuzeigen, sagen, hier, der Fohle möchte sich melden und alle hören zu. Wir glauben, dass gerade in diesem unterschwelligen Bereich ganz viel zu holen ist, dass es also viele Latenzkollegen gibt, die sich einbringen könnten, aber es aufgrund der harten Grenze aufzuzeigen und sagen, ich habe eine Meldung, ich habe was zu sagen, nicht tun. Und gerade in virtuellen Szenarien kann man da, glaube ich, noch viel rausholen. Ja. Da vorne hat der Carsten das Mikro schon in Hand. Ja, danke. Also ihr habt das ja beeindruckend tief durchgearbeitet und diesen Fall aus dem Tischtennis ja über Jahre begleitet. Deswegen traue ich mich auch, eine ganz platte Frage zu stellen, was die Prüfungsszenarien anging. Haben sich denn da, also gibt es bestimmt irgendeine Bewertung, bei einer Prüfung gibt es immer eine Bewertung, ich weiß jetzt nicht, ob da mit Noten gearbeitet wird, hat sich da irgendwas verändert? Also du meinst jetzt von der Qualität der Prüfungsszenarien? Naja, mal ganz platt, einfach sind die Noten besser oder schlechter geworden durch die doch starke Veränderung der Prüfungssituation, die ja wesentlich mehr jetzt auf Authentisches, auf Kompetenz abzielt. Du sprichst ein ganz zentrales, wichtiges Thema an, was auch im Deutschen Tischtennisbund noch nicht zu Ende diskutiert ist, nämlich dieser Switch von so einer notenzentrierten Bewertung hin zu einem Coaching. Vor 7 Jahren war es normal, dass man Multiple-Choice-Tests gemacht hat. Das hat man irgendwann gesagt, das machen wir nicht mehr, weil wenn die Moderatoren den Teilnehmern jede 2 Tage ein Feedback geben auf Videokommentare, auf Blogbeiträge, auf CMAPs, dann ist das ein Coaching on the fly. Jeder wird behandelt als Einzelfall mit der Zielsetzung, ich mache dich besser. Ich will dich nicht auf einer Skala von 1 bis 6 bewerten, das ist nicht mein Ziel und gar nicht im Ehrenamt. Im Ehrenamt möchte ich dich ja besser machen, ich möchte dich gewinnen, dass du ja dem Sport erhalten bleibst und deine maximale Leistung einbringst. Das möchte ich. Und dieses, ich sag mal, dieses Assessment in den Prozess selber reinzubringen und eher coachingmäßig auszulegen, war schon mal ein riesen Lesson learned. Der zweite hatte ich jetzt gerade skizziert, bei der Endprüfung, wo man eben neben auch klassischen Tests hier jetzt diese kompetenzorientierte Tests macht, da stehen im Moment diese beiden Sachen nebeneinander. Also es gibt interessanterweise auch bei den Teilnehmern immer noch das Bedürfnis nach Noten. Die sagen, ich habe mich jetzt so angestrengt, da will ich irgendwie eine gute Note für haben. Und da habe ich in der letzten, vor ein paar Wochen hatte ich einen Workshop mit allen 16 Ländervertretern, also habe ich gesagt, sind es die Noten oder ist es die Anerkennung, die befriedigt werden möchte? Und wenn es die Anerkennung ist, dann müssen wir uns vielleicht andere Anerkennungsmodelle überlegen. Aber ich denke, die Notengebung ist eine schlechte. Sondern da geht es in Richtung Badges oder was man da an neuen Verfahren hat. Und da, also alleine das Nachdenken darüber,
in der Runde der Betroffenen erzeugt auch ein Umdenken, was wir irgendwie von Prüfungen denken, welche Funktion Prüfungen haben. Ja, also absolut, ich finde das sehr gut und schon wegweisend. Aber haben sich jetzt die Noten irgendwie, die ja parallel noch da sind, irgendwie verändert, rein faktisch, empirisch? Oder? Kann ich nicht sagen. Okay. Ich weiß nur, dass die Betroffenen und die Teilnehmer sagen, also die Betroffenen, die es auch mehrfach gemacht haben, das, was wir hier machen, ist um ein Vielfaches intensiver und für sie aus Expertensicht besser als früher. Deshalb macht man das. Wir haben noch keine Kompetenzmesssachen gemacht. Ich wurde schon mal von Sportwissenschaftlern angesprochen, warum haben wir das nicht gemacht. Ehrlich gesagt, ich hatte bisher noch kein Interesse daran, weil wir haben alle erstmal eine neue Trainerwirklichkeit entwickeln wollen mit allen politischen Hintergrundmaßnahmen, dass wir von einer neuen Qualität sprechen. Und das können wir langsam. Und jetzt können die Kollegen kommen und messen. Oh, ich denke, das ist gelungen mit der neuen Möglichkeit. Ich habe die Anschlussfragen wahrgenommen. Ich würde trotzdem gerne eine Frage aus Twitter noch einnehmen, weil wir haben hier lokal noch genug Zeit, dann zu fragen, damit wir nicht, wir wetten das, eine Stunde überziehen, sondern vielleicht nur ein paar Minuten. Ich habe eine Frage noch von dem Daniel Wessel aus Tübingen, der fragt, wie sind die praktischen Erfahrungen mit der Verwendung von Videos von Smartphones in Richtung Qualität, aber auch Tipps und Tricks, vielleicht Apps. Also da habt ihr bestimmt auch Erfahrungen gemacht. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, einfach einschalten, Kamera-App wackelig draufhalten, oder ist das der Weg? Kann ich eigentlich gar nicht so umfänglich von berichten von dem Thema. Ich weiß nur, dass die Qualität der Videos vom Handy völlig ausreicht, für das zu praktizieren, was wir hier machen. Also da irgendwie jetzt an größeren Kamerastrukturen zu denken, ist unsinnig. Hier ein normales, aktuelles Handy, völlig ausreichend. Da ist eher die Frage, was beobachtet man eigentlich? Und da entsteht jetzt eben auch so ein wieder erweitertes didaktisches Szenario, dass man den Trainer nicht ein Video vorgibt, sondern sie selbst zu Videodrehern macht, die Frage beantworten sollen, was beobachtest du mit welcher Aufgabe? Und was soll, wenn dann hinter die Leute, deine Kollegen das kommentieren, was soll dabei rauskommen? Das heißt, den gesamten Prozess vor sich haben, dass man das quasi von Anfang an sieht und somit letztlich über Didaktik nachdenkt und nicht nur über die Frage, irgendwie welchen Ständer verwende ich oder welche App verwende ich. Da gerne im Nachgang nochmal Hinweise, ob es da spezielle Apps zu gibt. Alles klar. Eine Note kriegst du nicht von uns, aber ich denke nochmal einen großen Applaus, an dem du die Anerkennung dann abmessen kannst. Vielen Dank. In die Runde, dann machen wir die anderen Fragen. Gut, dann bevor wir den Stream zumachen, vielleicht ein paar kleine Veranstaltungshinweise nur noch. Wir haben jetzt in einem Monat ungefähr, 27.11., keinen Lerntag im November, sondern den nächsten Management 2.0 Jam bzw. Knowledge Jam. Da wird es um das Thema Lego Serious Play gehen. Wir haben im Frühjahr, im Mai mal Design Thinking als Methode ausprobiert, haben dort ein Prototyp eines Kartenspiels gebaut für das Management 2.0 Toolkit, und wir wollen jetzt uns mal der Methode Lego Serious Play widmen, zusammen mit dem Stefan Holtel aus München, das ist ein zertifizierter LSP-Moderator, und werden dort die nächste Stufe gehen. Wer da kommt, beziehungsweise wer beim letzten Jam dabei war, da gibt es dann auch die ersten Prototypen von dem Kartenspiel, was wir haben, mit ungefähr 70 Karten. Wer mag, kann sich heute auch schon mal den ersten Handausdruck anschauen, der liegt schon hier in der Akademie. Anderer Veranstaltungshinweis noch, nächste Woche, ihr habt es vielleicht hier hinten gesehen schon, dieses Knowledge on Air Roll-Up, nächste Woche 15., 16., 10. ist die NoTech in Hanau. Für die Leute, die da nicht dabei sein können, ich mache zusammen mit dem Ulrich Schmidt, den man auch auf dem Roll-Up sieht, an dem 15.10. ab 19.30 Uhr für eine Stunde einen Live-Podcast. Das heißt, wir streamen live, nicht Video, sondern Audio von der NoTech, und wir werden dort einfach mit so ein bis zwei Handvoll Leuten, den Veranstaltern, Leuten, die Vorträge gehalten haben, Leuten aus dem Publikum sprechen, die so ein bisschen zu der Veranstaltung befragen, wie sie die empfunden haben. Also für alle, die nicht dahin kommen können, die können da vielleicht so ein bisschen an der Atmosphäre des Tages teilhaben und mitbekommen, was auf der NoTech passiert ist. Unter mixlr.com/knowledgeonair, das twittern wir auch gleich nochmal, kann man das anhören im Web oder entsprechend auf Android oder iOS gibt es die Apps dazu. Mixlr, M-I-X-L-R, Mixlr, dort kann man da entsprechend zuhören. Genau, das sind, glaube ich, die letzten Ankündigungen für heute. Wir werden schauen, was an Fragen da noch passiert. Können natürlich jetzt auch hier alle Fragen noch beantworten, und ich denke, damit schließen wir den Stream. Danke auch an alle,
die zugeschaut haben. In ein paar Minuten ist das Video dann auch auf YouTube online zum Nachschauen und Nachhören. Danke.